Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Guide zu Prey. Und zwar geht es heute um die Trophäe, den Erfolg, das Achievement nach Prüfung. Dafür müssen wir die Prüfung, die wir ganz zu Beginn des Spiels gemacht haben, als noch alles niegelnagelneu war und die Welt noch in Ordnung war, nochmal wiederholen. Diesmal aber mit den Fähigkeiten der Aliens. Also müsst ihr natürlich diese Fähigkeiten besitzen. Das bedeutet, ihr müsst natürlich entsprechend die Aliens gescannt haben, damit ihr halt auch von denen die Fähigkeiten übernommen habt. Wir brauchen insgesamt 3 Fähigkeiten. Ich werde euch das gleich zeigen. Erstmal hier ganz kurz auf der Karte. Wir sind also in der Neuromod-Abteilung. Da sind die Testlabore. Ihr seht sie da schon, diese halbrunden Dinger, sage ich mal, oder mit dem runden Ende eben gerade auf der linken Seite. Hier vorne am Computer müsst ihr dann eventuell die Testanlage wiederherstellen. Und wenn das bei euch nicht so aussieht wie bei mir eben gerade, ne, wenn ihr aus dem Fahrstuhl rausguckt, dann drückt beim Fahrstuhl auch auf den Knopf, dass da auf jeden Fall Dach steht. Wenn der Dach steht, dann seid ihr hier auf der richtigen Höhe, auf der richtigen, ja, Konfiguration. So nennen wir es einfach mal. So, jetzt müssen wir erstmal die Konfiguration, Testanlage herstellen. Da wird jetzt hier alles, die ganzen Wände umgeschoben und so weiter und so fort. Und eventuell müsst ihr dann, je nachdem wie es bei euch ist, hier auch die Testanlage resetten. Das ist bei mir nicht notwendig, die ist auf Grundstellung. Deswegen können wir hier zu den Testräumen gehen. Hier hat uns ja der Doktore beobachtet von dieser Seite aus. Und jetzt müssen wir erstmal unsere Neuromods entsprechend ausrüsten. Ich mache vorher nochmal schnell speichern, ne, weil ich habe ehrlich gesagt, dass die Sachen nur trainiert hier für die Nachprüfung. Ich will danach die Neuromods wieder haben, deswegen speichere ich hier ganz kurz. So, wir brauchen einmal die kinetische Explosion 1. Die müssen wir trainieren. Dann müssen wir beim Verwandeln Mimicry 1 trainieren. Das habe ich hier schon trainiert gehabt. Und dann bei Telepathie unten die Fernmanipulation 1. Das sind die 3 Skills, die ihr benötigt, um die Nachprüfung hier erfolgreich bestehen zu können. So, jetzt müssen wir noch ganz kurz hier auch noch unsere Zielkräfte auffüllen. Mit 16 kommen wir nicht weit. Hier könnt ihr ja schon mal die entsprechenden Kräfte, wenn ihr möchtet, dann halt ausrüsten. Ich nehme ja schon mal die Rohrzange in der Hand, weil ich hier gleich vorhabe, die Scheibe vor mir halt kaputt zu hauen. So, kinetische Explosion. Das brauchen wir in Raum 1, also im ersten Raum als allererstes, die kinetische Explosion ausrüsten. Dann hier habt ihr ja 10 Sekunden Zeit, ne? Oben ist auch der kleine Monitor. Da läuft gerade die Zeit runter, 9, 8, 7, so einmal kinetische Explosion mit L2 ausgelöst und schon können wir rübergehen in den nächsten Raum. Hier werden wir jetzt Mimicry 1 benutzen, also das Verwandeln in einen Gegenstand. Auch hier den Knopf drücken, dann seht ihr wieder, wie die Zeit runterläuft, ihr habt also wirklich 10 Sekunden Zeit, das ist nicht hier irgendwie zeitgebunden. Dann kurz rein warpen, rein zoomen, wie immer man das nennen möchte, in den Stuhl, verwandelt euch in den Stuhl, seid der Stuhl. Und dann gehen wir rüber zur letzten Prüfung hier in der Reihe und hier brauchen wir dann die Fernmanipulation. Und zwar müssen wir da vorne den blauen Knopf mit Hilfe der Fernmanipulation drücken. Ich gehe sogar noch ein bisschen ran. Wie gesagt, ihr habt wieder 10 Sekunden Zeit. Nehmt ins Target, drückt einmal L2 und das war's. Mehr ist hier wirklich nicht zu tun. Ihr müsst natürlich die entsprechenden Skills zur Verfügung haben. Ihr müsst sie trainiert haben. Und ihr müsst genug Neuromods zur Verfügung haben, um das Ganze hier natürlich zu machen. Wie gesagt, ich empfehle auf alle Fälle, wenn ihr das nicht trainieren möchtet, speichert vorher, holt euch die Trophäe und anschließend ladet den alten Spielstand wieder rein, so dass ihr die Neuromods nicht verschwendet habt und weiter natürlich für die Fähigkeiten zur Verfügung habt, die ihr haben möchtet. So, ich hoffe, der kleine Guide hat euch geholfen und gefallen. Wenn dem so war, lasst doch einen Daumen nach oben da. Würde ich mich riesig drüber freuen. Ansonsten abonniert natürlich gerne den Kanal. Dann unterstützt ihr mich A und B, verpasst ihr kein neues Video. Win-win, so wie man so schön sagt. Ich hoffe, wir hören und sehen uns wieder im nächsten Guide. Ich sage bis dahin, so long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.